Chakabumbi, hallo und herzlich willkommen. M4Tyrell hier und wie es aussieht, hast du jetzt einen Clan. Jetzt möchtest du gerne natürlich wissen, Buju, was ist das? Wie bekomme ich das? Wie komme ich in Clan rein und so weiter? Naja, Clan einladen brauchst du natürlich. Du gehst dann unter Kontakte und den Reiter Clan. Entweder stellst du selber einen Clan oder nimmst die Einladung an. Bist du erst einmal in einem Clan, kannst noch nicht das Dojo besuchen. Du musst erstmal so einen Schlüssel bauen für den Clan, damit du das Dojo überhaupt betreten kannst. Das sieht ein bisschen so ähnlich aus wie das Void Origin Schlüssel, bloß halt in blau-grau. Also den Clan-Haupt ist das Dojo, sehen wir gerade hier im Hintergrund. Das ist nichts weiter als eine Raumstation und praktischerweise könnt ihr mehrere Räume dazu bauen. Aber allerdings müsst ihr dafür Ressourcen benutzen und die sind meist ziemlich viel. 120.000 Nanosporen für eine Kreuzverbindung. Das ist schon, ja, ziemlich viel. Für 5 Leute wird es natürlich ein bisschen scheiße. Also, aber so ab 30 ist eigentlich vielleicht ganz okay. Ihr könnt natürlich auch so mit Plattenpunkten den Bau beschleunigen. Und ganz wichtig, ihr braucht scheiße viel Former. Zum Beispiel 125 für die große Eingangshalle. Aber wenn ihr das nur noch am Anfang seid, habt ihr eine ganz normale Eingangshalle. Die hat 100 Kapazität und 5 Energie. Und jetzt nicht unbedingt die Halle, aber das ganze Konstrukt von Dojo. Baut ihr eine neue Struktur, also sprich, betreibt die Architektur, baut einen Raum dazu, wird ein bisschen Kapazität abgezogen, beziehungsweise Kapazität dazu genommen und aber auch Energie entweder dazu oder minus. Ich würde euch am Anfang empfehlen, erstmal eine Kreuzverbindung. Für diese Kreuzverbindung dann erstmal so einen Reaktor. Da habt ihr schon mal ein bisschen, naja, aber da habt ihr dann schon ein, zwei, da habt ihr sozusagen 3 weitere Knotenpunkte, wo ihr dran anbauen könnt und dann habt ihr schon mal einen Energiereaktor und da gibt euch nochmal so um die 25 Energie. Das ist dann für spätere Bauen ziemlich wichtig. Seit Update 8, Rise of the Warlords, genau so hieß es, besteht dann nun die Möglichkeit, gegenseitig die Asche aufzureißen. Ihr geht in euer Dojo, erbaut das Dojo nochmal als extra Raum und dann könnt ihr halt Spieler gegen Spieler spielen. Das ist, ja, meistens eigentlich lustig, aber hat jetzt nicht so wirklich irgendwelche Vorteile, es eigentlich geht ein bisschen so ums Geld oder so. Des Weiteren besteht natürlich die Möglichkeit, Laboratorien zu erstellen. Da könnt ihr halt ein Chemielabor, was gab's noch? Chemielabor, Energielabor und chemische Labor. Ja, hatte ich schon. Energielabor, genau, ja. Da könnt ihr halt Materialien untersuchen und aus diesen untersuchten Materialien und neu gewonnenen Wissen habt ihr dann die Möglichkeit, neue Waffen herzustellen. Dazu ein bisschen später. Na, Fletch, komm. Ach, kann nicht sein. Ach. So, jetzt haben wir es hier. Erstmal vielleicht ein paar Worte zu den einzelnen Klassen. Der Warlord kann natürlich, wie in jedem normalen Clan, neue Mitglieder dazu werben, Architektur betreiben, befördern, hosten, regulieren der Mitglieder, kann Rechte an andere verändern, beziehungsweise auch Schatzmeister sein. Schatzmeister ist eigentlich ziemlich gut, weil man halt in den Clan-Safe, sag ich mal, reingreift, kann man sich ein paar Ressourcen rausnehmen. Des Weiteren haben wir auch noch andere, sag ich mal, Rechte bzw. Klassifikation von den einzelnen Rängen. Der General ist sozusagen die rechte Hand, hat ein bisschen weniger Rechte. Könnte ich mal gerne anschauen. Der Officer hat wiederum ein bisschen weniger. Der Leader, ja, Sage. Der Soldat ist dann meistens eher so, wenn es Schach wäre, dann wäre es ein Bauer. Initiate hat irgendwie überhaupt keine Rechte und Utility kann noch irgendwie, mit die kann das Clan-Dojo hosten. Also sprich, der hat irgendwie die Möglichkeit, dann Spiel gegen Spieler zu spielen. Wenn ich mich recht entsinne. So, das Weitere. Na, geht's mal weiter. So, jetzt sind wir auch in einer Live-Review von diesem kleinen Clan-Ding. So, ich bin jetzt hier im Reaktor. Wir sehen eigentlich ziemlich hoch. Wir waren jetzt eigentlich ganz, ja, ganz hübsch, muss ich sagen. Kann man auch hier ein bisschen so rumlatschen, ist auch nicht so wirklich sinnvoll. Der ist ja eigentlich wirklich nur dafür da, dass man ein bisschen mehr Energie hat. Und hier halt die Konsole. Wenn ihr Architekt seid, könnt ihr es halt wieder abreißen. Aber wie gesagt, Achtung,
Wenn es abreißt, gehen alle Ressourcen verloren, dann wird das nicht wieder zurückerstattet. Ja, so sieht halt erstmal eine Kreuzverbindung aus und das ist hier die Eingangshalle für den Clan. Hier noch irgendwie so mit ja, grauem Holz statt weiß wie in der Void. Also man sieht schon, es ist sehr Void-orientiert, aber irgendwie finde ich in diesen blassen Blau-Grau irgendwie voll für den Arsch. Aber schauen wir uns mal jetzt die anderen Räume an. So in den großen Übersicht. Hier sehen wir so die einzelnen, ja sag ich mal, Räume, die ihr bauen könnt. Das sind so ungefähr 12 verschiedene. Unten sehen wir auch dann diese ganzen Reaktoren. Ich lasse mal ein bisschen Zeit, so dass ihr mich ein bisschen angucken könnt. Ja, wie, was ist wie teuer? Was brauche ich dafür und so ein Scheiß? Das ist eigentlich sehr vernünftig. Am Anfang würde ich halt, wie gesagt, das mit Holz verwenden und dann die Reaktoren bauen. Dann vielleicht die große Halle später im Nachhinein, weil die hat eine sehr hohe Kapazitätsrate von 200. Der Duellraum. Also ich hätte gleich zum Schluss kommen, wenn ich jetzt nicht kann fangen. Also ich glaube, das war Reaktor. Ja. Das wird die Beschreibung. 25 Energie. Plus halt nur, ne? Und halt hier für dieses Orate. Wird meistens immer benötigt und dann endlich hier. Energielabor, Biolabor, technisches Labor, also hier, chemisches Labor und hier, Biolabor. Hier bringen wir halt einfach den Vorteil, dass ihr dann diverse Waffen und etc. craften könnt. So, jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo man halt dieses ganze Research und Crafting ein bisschen näher bringt. Also es gibt drei verschiedene Laboratorien. Also Labore, einmal das Energielabor, das chemische Labor und dann das Biolabor. Bei dem Energielabor und den anderen Laboren gibt es eigentlich keinen Unterschied. Es gibt immer so zwei Untergruppen, einmal Researching und Crafting. Obwohl es eigentlich nur ein Gebäude ist. Damit ihr eine Waffe oder einen Gegenstand herstellen könnt, müsst ihr erstmal irgendwas untersuchen. Und dann könnt ihr das neu gewonnene Wissen für Crafting nutzen. Und dann das Herstellen des Items. Hier sehen wir 5 Waffen, die ihr halt herstellen könnt. Wir merken gerade schon, dass die Meisterschaftsstufe ziemlich hoch sein muss, also sprich schon mindestens Stufe 3, maximal Stufe 7. Könnt ihr mal gerne die Werte angucken, also zum Beispiel hier diese Prover nach 35 Schaden, also ist schon viel besser als das Kana. Dann haben wir noch dann die Dera. Ich weiß nicht, ob sie noch gut ist, ich muss dann erstmal gucken, ob ich sie erstmal auch nochmal craften kann. Ansonsten, ja, gibt es noch so eine Lenker, ein besser Battle Sniper, wobei ich bin nicht so ganz sicher, die Angriffswerte variieren noch ein bisschen, also sprich Damage, und halt noch hier Supra. Ja, 35 Schaden, nicht so genau, aber 94 Magazin, also, das ist schon empfehlenswert. Dafür braucht ihr aber einen Orakelraum, bevor ihr die Energielaboratorien herstellen könnt. So, ach, natürlich klappt jetzt nicht wieder. Komm. Ja, hier Chemielabor. Das sind natürlich etwas andere Waffen. Müsst ihr auch erstmal ein bisschen was untersuchen. Nanosporen, glaube ich. Nee. Muttergen, glaube ich, war das. Ja. Das höchste ist hier halt Meisterstufe 6. Obris. Ignis. Und dann haben wir halt noch das Biolabor. Und im Biolabor könnt ihr halt noch die Acrid herstellen. Die verschießt Nadeln hier mit. Säure, ja, mit Säure oder irgendwas Enzenden getunkt sind. Ich werde noch allerdings etwas später noch in die Linkbeschreibung, die Videobeschreibung nochmal dann diese einzelnen Vorteile der Waffen nochmal zusammenfassen und richtig vernünftig hinschreiben. Das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch bei diesem kleinen Crashkurs ein bisschen weiterhelfen und ihr kommt voran. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mich gerne anschreiben. Ich heiße im Spiel M4Tutorial. Könnt gerne meinen Clan formen. Ich habe mir jetzt auch diese, sag ich mal, Officer-Rechte besorgt und jetzt kann ich auch Personen einladen. Tschüss.